Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie immer herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Erst einmal möchte ich mich bei euch für die letzten 3 Jahre Aufholarbeit bedanken. Mittlerweile sind wir über 1000 Gleichgesinnte, ein Erfolg, den ich nur euch zu verdanken habe, also in diesem Sinne ein riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen. Diesbezüglich wird es auch noch eine spezielle Folge geben, also eine Art 1000 Abonnenten-Special, wenn man so will. Dazu schreibt ihr mir doch bitte eure Wünsche, was möchtet ihr da sehen, vielleicht habt ihr auch ein paar Fragen, da können wir gerne auf diese Themen eingehen. Ansonsten soll es jetzt weitergehen mit diesem Video, denn diese Woche zeigen wir euch eine der imposantesten leerstehenden Villen Sachsens. Und um was es sich hier genau handelt und alle weiteren Fragen, die werde ich natürlich wie immer bestmöglich für euch versuchen zu beantworten. Bleibt also dran und den Rest erfahrt ihr wie immer gleich von mir in den kommenden Minuten. Für viele weitere Videos in der Zukunft abonniert ihr am besten meinen Kanal, um zukünftig nichts mehr zu verpassen. Aber nun geht es rein in dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch eine verlassene Chemiker- und Fabrikantenvilla sowie eine spätere Klinik. Um gar nicht allzu weit auszuholen, fangen wir direkt beim Urschleim an. Inspiriert von einem längeren Englandaufenthalt 1888 begann der Berliner Regierungsbaumeister und seines Zeichens königlicher Baurat Otto Marsch im Jahr 1890 mit dem Bau dieses imposanten, ähnlich eines Renaissance-Schlosses anmutenden Gebäudes. Der Villenbau entstand als Wohnsitz des Chemikers und Generalinspektors Karl Wilhelm Eduard Kolbe. Kolbe war Pionier der industriellen Verbreitung von Salicyl- und Acetylsalicylsäure, heute besser bekannt als ASS oder dem Bestandteil von Aspirin. Die Baukosten wären tatsächlich mal interessant gewesen, allerdings fand ich hierüber wie üblich keine Angaben. Vermutlich wird es dazu aber bestimmt noch welche in irgendwelchen Archiven geben. Im Netz war hierzu jedoch leider nichts zu finden. 1892 war das Gebäude dann bezugsfertig und der Bauherr bezog seine Räumlichkeiten. Den Innenraum gestaltete eine Berliner Firma, während die Gebrüder Ziller, welche aus einer Baumeisterfamilie hervorgingen, die Maurerarbeiten übernahmen. Insgesamt beherbergte das in Anführungszeichen kleine Schloss Luxus pur. Bleiglasfenster,
offene Kamine, eine etwa 60 Quadratmeter große, über beide Etagen reichende Eingangshalle mit reich verzierten Holzvertäfelungen. Außerdem gab es einen Damensalon, ein Herrenzimmer, ein Billardzimmer sowie einen zweigeschossigen Weinkeller. Mit insgesamt 66 Zimmer hatte man hier also richtig Platz. Es wird vermutet, dass die Villa das erste Gebäude mit elektrischem Licht im Stadtgebiet war. Betrieben wurde das Licht durch Akkumulatoren, die im 800 Meter entfernten Stallhaus mittels Dynamomaschine geladen wurden. Man musste hier also immer noch regelmäßig austauschen, es gab also kein dauerhaftes Licht, wie man das heute kennt. Wie lange da wohl ein Akku gehalten hat, das wäre doch heute mal ganz interessant zu sehen und vor allem, wie das alles so technisch umgesetzt war. Aber da habe ich jetzt nicht so viel nachgegrast, vielleicht hat da jemand von euch eine Idee, wie das lief. Damals war man auf jeden Fall noch auf sich selbst gestellt, ohne flächendeckende Elektrizität, wie es das heute gibt. Denn das erste örtliche E-Werk ging erst 4 Jahre später ans Netz, was nicht bedeuten soll, dass jeder dann tatsächlich auch Strom hatte. Mit dem selbst erzeugten Strom wurde auch die Warmwasserheizung betrieben und wohl auch ein Aufzug, der vom Keller bis in die Waschküche reichte. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man das mit den Akkus betrieben hat, zumindest den Aufzug. Da wird man bestimmt gewartet haben, bis man dann tatsächlich ans Netz angeschlossen wurde. Egal von welcher Straße man das Objekt anschaut, es offenbart aus allen 4 Seiten eine andere Optik und spielt mit verschiedenen Dach- und Vorbaukonstruktionen, sodass es nie langweilig wird, heute wahrscheinlich unbezahlbar. Umschlossen wurde die Villa von einer etwa 9000 Quadratmeter großen parkähnlichen Gartenanlage, die man heute allerdings vergeblich sucht. Jahrzehntelanger Leerstand und Verfall, fast nichts ist von der Gartenanlage übrig. Kurz nach dem Bau wurde das Anwesen durch ein Kutscherhaus sowie das Gärtnerhaus ergänzt. Übrigens Thema Bedienstete, die wohnten hier auch und waren, so wie ich las, wohl allesamt rund um die Uhr verfügbar und im Dachgeschoss untergebracht. 1910 wechselte die Villa nach nicht einmal 20 Jahren den Besitzer. Fortan in adligen Händen ging das Objekt nur 13 Jahre später in den Besitz eines Fabrikanten, welchen die hiesige Eisengießerei und Maschinenfabrik um die Ecke gehörte. Paul, so der Nachname des Fabrikanten, hatte schwer mit der Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre zu tun, wobei er selbst nur bis 1923 lebte und die Villa in Firmenbesitz blieb, zumindest bis Anfang der 30er Jahre. Anschließend folgte Konkurs und Neugründung, während das Anwesen in den Besitz der Versicherungen der Sächsischen Sparkasse überging. Interessanterweise war bereits 1920 im ersten Obergeschoss eine chirurgische Arztpraxis als Untermieter eingezogen. Dr. Kohlmann kaufte der Sparkassenversicherung das Objekt 1933 ab und etablierte im Gebäude eine Art Privatklinik. Der Volksmund sprach von der Kohlmannschen Villa. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 durfte Kohlmanns Frau Brunhilde, welche Jüdin war, fortan nicht mehr in die Räumlichkeiten der Klinik. Es war ihr schlichtweg verboten. Ab März 1941 musste sie wie auch einer ihrer Söhne Zwangsarbeiten in einer Kartonagenfabrik durchführen. Sie selbst überlebte diese Zeit, während ihr Mann kurz nach dem Krieg 1949 verstarb. Das Objekt wurde als Klinik nach dem Krieg von einem anderen Arzt weitergenutzt, blieb allerdings bis in die 70er Jahre in Familienbesitz. Zu DDR-Zeiten nutzte man die Räumlichkeiten als Außenstelle des örtlichen Kreiskrankenhauses. Später war hier auch eine Orthopädie untergekommen und in den 90er Jahren nutzte man das Objekt als Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Die Werkstatt zog im Februar 1995 aus. Die Villa war damals schon in einem sehr sanierungsbedürftigen Zustand. Jedoch fehlte wie so üblich Geld, Zeit und vor allem Interesse. Wer damals Eigentümer war, ist auch so eine Frage. Solltet ihr dazu Informationen haben, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare.
Es gab oder gibt wohl eine Eigentümergemeinschaft, die, so wie es klingt, das Gebäude auch gerne weggerissen hätte und dort einen Neubau mit 12 Wohnungen errichten wollte. Glücklicherweise sagte der Denkmalschutz nö und das Gebäude blieb zum Glück erhalten. Wie wir ja alle wissen, hatte man es mit dem Denkmalschutz in den 90ern und den frühen 2000ern nicht sehr ernst genommen. Viele Gebäude sind damals leider zerstört worden. Glücklicherweise blieb allerdings diese Villa hier erhalten. Kommen wir nun zum Zustand und der Erkundung. In der Toreinfahrt stand beim Betreten des Grundstücks eine Kabeltrommel und ein Dixie, was erst einmal wenig Hoffnung machte, dass man hier überhaupt noch was sehen kann. Doch wie so oft führte der Weg über die Rückseite und dort über die große Terrasse ins Gebäude hinein. Vieles war entkernt und leergefegt. Der eigentliche Inhalt war im Gebäude nicht mehr zu finden. Das Gebäude hatte seinen Charme zwar nicht verloren, allerdings fehlte halt vieles, was auf die ursprüngliche Nutzung hindeutete. Einiges war auch schon wirklich sehr abgerockt und heruntergekommen. Manche Räume waren auch gar nicht mehr da, vor allem im Dachgeschoss, da hatte man gut entkernt. Da uns die Kabeltrommel etwas stutzig machte, beeilten wir uns auch mit der Erkundung. Auf dem Rückweg begegneten wir zwei Frauen im Erdgeschoss, die das Gebäude betraten. Als wir Fotos und Videos von außen machten, befuhr plötzlich ein Bauarbeiter das Areal. Mit ihm kamen wir auch kurz ins Gespräch, wobei er über unser Erscheinen nicht wirklich erfreut war. Als er dann aber die zwei Frauen im Objekt bemerkte, zogen wir davon und er beschäftigte sich dann mit denen. Was mit denen dann passiert ist, ob die irgendwie eine Anzeige bekommen haben oder irgendwas in die Richtung, da können wir nichts zu sagen. Wir waren froh, dass wir raus waren und unsere Aufnahmen machen konnten. Vermutlich hatten wir auch einfach nur Glück, aber man muss halt eben auch mal Glück haben. Bei der Recherche las ich, dass man erneut mit potenziellen Investoren nach einer Nutzung und einem Eigentümer sucht. Die Villa ist unglaublich bautechnisch gestaltet, ein sehr schönes Objekt. Vermutlich wird sich deswegen kein Investor den Kosten stellen wollen. Der Denkmalschutz macht es einem ja auch nicht allzu einfach. Was nun am Ende rauskam und rauskommen wird, bleibt abzuwarten. Denn nach fast 30 Jahren hat sich eher wenig getan. Im Gegenteil, das Objekt verfällt weiterhin. Wie üblich gebe ich nun aber wieder die Frage an euch weiter. Was tun mit einem solchen Objekt? In städtische Hände geben und vielleicht ein Archiv etablieren oder vielleicht ja ein Ärztehaus oder doch teure Wohnungen, wobei wir ja Wohnungen und vor allem teure Wohnungen ja schon genügend haben. Naja, auf jeden Fall interessiert mich da, was ihr zu diesem Thema sagt. Was habt ihr da für Ideen? Ich verabschiede mich jetzt von euch noch mit einer Menge Bilder, die wir hier schießen konnten. Denkt bitte daran, mir eure Ideen für das 1000 Abonnenten-Special zu schreiben. Und wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt mir auf jeden Fall da auch gerne, auch auf Instagram oder Facebook, wie auch immer. Wir hören uns dann demnächst. Bleibt mir gesund und munter. Macht's gut, bis bald und ciao.